So, Mahlzeit hier vom Montag. Ich schon wieder Mittag vergessen zu filmen heute Morgen. Der Basti hat heute an dem 312er den Lagesensor mal eingestellt. Müssen wir mal gucken nach Unterlage. Jetzt sind wir heute bei uns dabei, die Kupplung neu zu machen an dem Unimog. Das erste Teil haben sie schon drin. Es ging ganz gut. Und jetzt sind wir dabei. Der zweite Teil neu zu machen. Hier das Zapfhellergetriebe. Ja, habt ihr schon aufbunden, oder? Wir müssen ja nicht so richtig hin. Ja, wie? Ja, wie? Ja, genau, ja, wie? Genau, die Kupplung hat er eingebaut, da haben wir mit dem. Achso, können wir es nicht noch hängen. Erstmal noch sitzt da und der andere da oben. Ja. Und der andere muss halt gerade verhauf jetzt. Da haben wir noch einen Zentriersatz, den wir da jetzt gebraucht hätten für Kupplungen. Haben wir uns auch mal gegönnt. Geldspieler, keine Rolex. Ja, jetzt schauen wir das zerfällige Dreh wieder rein. Und das geht das erste Mal? Nein. Wie man das letzte Mal aufbunden hat. Ich glaube ganz rum, aber das. Ne, kannst du auch vergessen. War so oder so scheiße. Ich lasse auch mal die Kamera mal mitlaufen. Jetzt haben wir hier die zerfällige Triebe wieder drauf. Basti verschwindet schon wieder. Genau. Hannes hat kurz mit nachgelangt, der alte Knecht. Der alte Dieselknecht. Gott, 10 Minuten da, gell? Aber mein merkt er natürlich. Genau.
ist heute hier hinter Material kommen. 032 fürs Feinplanung. Kommt der nächste Tag der Axel, baut das Ei sauber. Jo. LKW ist auch noch zurück vom Treckertreck. Da ist eine Reife drauf, die hole ich so heute ab. Genau. David habt ihr gerade schon gesehen. Mit dem 312er. Ja. Basti ist jetzt auf Außenmontage. Und ich gehe wieder ins Büro, weil ich habe heute Jesus-Bereifung an. Perfekt fürs Büro. Servus, auch hier vom Mittwoch. Der David hat die Kupplung da drin im Unimog. Film ihn auch noch kurz was. Der ist heute Vormittag aber auf einer Beerdigung. Basti habe ich jetzt mit einem so kleines Format gemacht, wo wir so eine eigene Reparatur für sich machen. Und ich bin jetzt gerade unterwegs in Container holen. Das Format für sich zählt dann, das hat mit der Einspritzdüse von dem Fiatlet zu tun. Ich denke mal, das könnte ganz interessant werden. Das ist auch nicht so ewig lang, aber genau. Ab morgen, also morgen ist ein Feiertag. Ich bin von Donnerstag bis Freitag, bis Sonntag unterwegs am Nürburgring. Ich werde vielleicht ein paar kleine Videos machen. für meinen Vlog. Aber nichts Weltbewegendes. Am Freitag haben wir zu, ist Brückentag. Meine Jungs haben Hauptüberstunden und so, dass ich die auch losbringe. Und ja. Grüße an den Bern Texas. Normalerweise immer Brückentagverweigerer. Aber ich habe es auch gemacht: Brückentagverweigerung. Aber ich denke mal, nach der ganzen Verweigerung machen wir mal einen Brückentag machen. So viel mal da davon. Ja. Bis dahin. Ciao. Herzlich willkommen vom Vlog. Gehen wir dann auf die Baumaschine hier auf der Tribüne. wir sind jetzt das Wochenende auf dem 24-Stunden-Rennen. Keine gute Stimme mehr. Thomas, was sagst du dazu? Aber sowas von. Und nächstes Jahr brennt euch der Karren auf den Nordschleife ab. Auf jeden Fall haben wir Spaß. Ich bin zu sehen, gibt's nicht. Let's give some noise for this twin medal! So, servus hier vom Dienstagabend. Ich bin gerade am Videoschneider oder schneide gerade das Video für euch. Das Wochenende ist irgendwas dazwischen gekommen. Wir waren mit ein paar Kumpels auf dem Nürburgring beim 14-Stunden-Rennen. Bin jetzt sonntags einfach nicht mehr zugekommen. Macht jetzt das Video voll fertig. Ihr seht ja wieder, was die Woche gelaufen ist. Für nächste Woche filme ich natürlich schon wieder. Gut, gestern habe ich jetzt nicht so viel gefilmt. Heute wieder ein bisschen mehr. Genau, tut mir leid. Gibt auch noch ein Spezial. Für diesen Monat habe ich dann auch schon wieder was. Oder kein Spezial, sondern die dritte Szenerie quasi, was ich dann mal vorbereitet habe. Da ist eine Reparatur komplett begleitet, da war ich dabei. Das hat Basti jetzt gemacht, weil er es auch noch nicht so oft gemacht hat. Und ja, werden dann sehen. Die lade ich vielleicht danach gleich im Anschluss noch hoch als Entschuldigung. auf jeden Fall mal so viel da davon. Danke, dass ihr trotzdem zuschaut. Bis dahin.